Hallo, bereits letzte Woche habe ich ja zwei VIP-Aufträge in einem Video behandelt und im Rahmen meiner Yacht-Review bin ich ja auch auf die Piratenabwehr eingegangen. Und heute nehmen wir uns den Führungsflucht-VIP-Auftrag mal genauer vor. Wie man ihn denn am besten macht und sicher überlebt. Dazu holen wir uns als erstes einen Rhino-Panzer und suchen uns im vorgegebenen Bereich einen relativ sicheren Spot, auf dem patrouillieren wir dann. Besonders gut geeignet sind Parkhäuser und Tiefgaragen, aber leider sind die nicht überall verfügbar. Gegen Ende des Videos werde ich noch darauf eingehen, wenn man einen solchen guten Spot nicht finden kann, beziehungsweise wenn man ihn nicht benutzen will, wie man sich dann am besten verhält. Fürs Erste möchte ich aber noch festhalten, dass es ganz gut ist, wenn man in der Organisation noch einen Jet hat, der einen nach oben supportet, dann kann man wenigstens in der Zwischenzeit noch gut Kills machen. Sollte man keinen Jet haben, der einen supportet, so sollte man die Unsichtbarkeitskarte recht taktisch ausspielen. Ein unsichtbarer Panzer ist ziemlich zerstörerisch und ein unsichtbarer Panzer ist vor allem auch aus der Luft nicht so leicht zu finden. Das heißt, wenn man nicht anfängt zu feuern. Und in einem Panzer hält man ja nun mal einiges aus, wenn man nicht gerade von einer Jet-Minigun zerrissen wird. Sollte man einen Panzer also zur Verfügung haben, so sollte man ihn auch benutzen. Optional kann man auch einen unbewaffneten Insurgent nehmen, der bietet auch einigen Schutz. Und anstelle von Panzerschüssen wirft man dann Haftbomben. Allerdings kann man mit einem Insurgent natürlich offensiv nicht so viel leisten wie mit dem Panzer. Also viel Spawn-Trappen in dem VIP-Zonenbereich hier könnt ihr mit einem Insurgent nicht, aber es geht ja in diesem Video primär darum, wie man am Leben bleibt und nicht wie man Leute in dem Bereich Spawn killt, obwohl das natürlich auch ganz nett ist. Wie dem auch sei, früher oder später werden andere Organisationen möglicherweise auf euch aufmerksam werden und probieren euch umzubringen. Ihr müsst davon ausgehen, dass die dann auch mit Fahrzeugen entsprechend angerückt kommen. Außer einem anderen Panzer und vielleicht noch mit Haftbomben zugekleisterte Autos, die im Suizidversuch an euch reinfahren, gibt es nicht viel, das euch gefährlich werden kann und in beiden Fällen könnt ihr die Unsichtbarkeitskarte erneut ausspielen und sie flankieren bzw. ihnen ausweichen. Sie wissen ja schließlich nicht unbedingt, wo ihr seid, sobald ihr den Spot wieder verlasst. Den Spot verlassen ist ein gutes Stichwort, denn wenn die Gegner zu sehr auf euren Spot einstürmen, könnt ihr euch von dort aus wegbewegen. Bei einem Parkhaus gibt es häufig zum Beispiel Rampen auf dem Dach. Und bei einer Tiefgarage müsst ihr euch halt in eine Richtung den Weg freischießen. Wenn ihr euch durch den vorgegebenen Bereich bewegt, achtet stets auf Minen. Minen können euren Panzer ziemlich schnell platt machen, allerdings lösen sie auch NPC-Fahrzeuge aus. Auf größeren Straßen solltet ihr also in der Regel relativ sicher sein, da da immer mal wieder ab und an ein NPC durchfährt und sie auslöst. Fahrt ihr in Seitengassen, solltet ihr schon etwas vorsichtiger sein. Ansonsten probiert nicht zu viele Treffer durch feindliche Raketen einzustecken. Falls ihr die Levelvoraussetzung Level 70 für den Kauf des Panzers nicht erfüllt oder einfach das Geld nicht ausgeben wollt, könnt ihr euch auch mit Hilfe eines Cargo Bobs und des Lester Features Cops schauen weg einen Panzer aus der Militärbasis klauen. Klaut ihn in der Basis, hängt ihn an den Haken des Cargo Bobs und fliegt ihn raus. Denn ein Panzer hilft für diesen Auftrag wirklich enorm. Manchmal werdet ihr für die Verwendung eines Panzers Hate-Mail bekommen, so wie ich gerade von dem Idiot da unten, Kakerlake. Ja, so heißt er wirklich, das spricht schon eigentlich Bände. Aber egal, er beschwert sich, dass es peinlich sei, einen Panzer dafür zu benutzen. Nein, das ist es eigentlich nicht, es ist ziemlich schlau, denn die meisten dämlichen, schlechten Spieler haben keine Ahnung, wie man überhaupt einen Panzer kontert, geschweige dessen, wie man einen unsichtbaren Panzer kontert. Und damit ist der Panzer ein enormer Vorteil. Da bei dieser Mission bzw. diesem Auftrag ein Anreiz für die ganze Lobby besteht, auf euch einzustürmen, wäre es also schlicht Selbstmord und stupide, einen solchen Vorteil aus Prinzip nicht in Kauf zu nehmen. Wenn ihr übrigens einen Jet entdeckt, das Einzige, was einen Panzer tatsächlich sehr effektiv kontern kann, zusammen mit einem Helikopter, den die meisten aber eh nicht gescheit fliegen können, so empfiehlt es sich dringend, Deckung zu suchen. Generell gilt in Gefahrensituationen, von beispielsweise Kampfjets oder Helikoptern ausgelöst, dass ihr darauf vertrauen könnt, dass andere Leute, die euch geiern wollen, die gerade auch unterwegs in diese Gegend sind, anfangen werden, den Helikopter anzugreifen. Das Problem wird sich also mit der Zeit selbst lösen und ihr müsst euch nicht unbedingt darauf einlassen, den Jet oder Helikopter direkt zu attackieren, außer ihr habt natürlich eine unbestreitbare Gelegenheit, ihn vom Himmel zu holen. In dem Fall tut das einfach. Andere Fahrzeuge sind wie gesagt keine sonderlich große Herausforderung
und die, die es sein könnten, fangen an, sich gegenseitig untereinander zu betteln. Das gilt dann auch für die Gebiete, die man an sich nicht so gut verteidigen kann. Sollte euer Rhino-Panzer trotzdem schwer beschädigt werden, so könnt ihr natürlich auch immer noch euer Glück zu Fuß suchen. Haltet euch in dem Fall aber einigermaßen weit von euren Leibwächtern fern, denn die sind auf dem Radar sichtbar und damit ein klarer Indikator, wo ihr sein könntet. Wenn ihr euch an all das haltet, müsste dieser Auftrag mit Leichtigkeit zu gewinnen sein und ich hoffe, dieses Video hat euch damit nochmal geholfen.